Frau Lumpi, wir können für Sie nichts mehr tun. Das hat der Arzt zu mir gesagt. Wie ist dazu gekommen? Vor einigen Jahren, eigentlich sind schon viele Jahre, ich war gerade erst 14, 15 Jahre alt, war ein ganz entscheidender Tag. Und zwar habe ich eine Entscheidungsprüfung gehabt in Französisch. Ich habe sehr viel gelernt dafür, wenig geschlafen, mega Stress gehabt, Schulschluss, andere Prüfungen. Ich habe die Prüfung geschafft und ich habe an dem Tag was gemacht, was ich sonst nie wirklich gemacht habe. Ich habe mich niedergelegt am Nachmittag, um einen Nachmittagsschlaf zu machen. Und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, komisch, mein linkes Auge ist irgendwie so komisch. Ich dachte, ja, wahrscheinlich einfach nur verschlafen. Bin auf die Nacht ins Bett gegangen, am nächsten Tag stehe ich auf und schaue in den Spiegel und was sehe ich? Ich sehe nur mehr mit meinem linken Auge das da oben und das da unten. Und dazwischen drin ist alles grau und schwarz und komisch. Gut, wir sind zum Augenarzt, Krankenhaus, alles Mögliche. Und nach einigen Wochen hat sich herausgestellt, ich habe MS. Was ist das? Ich habe es selber nicht gewusst. Zuerst haben wir nachgelesen, haben uns ein bisschen erkundigt. Und dann haben wir gedacht, das sind ja gute Aussichten. Als Teenager mit so einer Krankheit, eher ungewöhnlich eigentlich für die Altersgruppe, aber es war so. Es hat dann verschiedene Arten von Therapien gegeben und ich war wieder mal in einem Krankenhaus und da kommt ein guter Freund mir besuchen und stellt mir die Frage, warum du? Warum lässt Gott das zu? Ich habe keine Antwort auf die Frage gehabt. Ich habe nur gewusst, eigentlich habe ich die Frage noch gar nicht gestellt. In dem Punkt in meinem Leben, wo ich dort war, habe ich eine Beziehung zu Gott schon gehabt. Ich habe ihn als Freund und Vater kennengelernt und ich habe mein Leben eigentlich mit ihm gelebt. Und ich habe Vertrauen in Gott gehabt. Und dann bin ich auf einen Text gestoßen, der steht im Psalm, in der Bibel, im Psalm 57, Vers 3. Und da steht, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Und da habe ich meine Zusage bekommen. Habe ich deswegen keine Schübe mehr gehabt? Sicher, ich habe noch Schübe gehabt. Es sind so 2-3 Jahre dahingegangen und da habe ich regelmäßig eigentlich Schübe gehabt. Aber ich muss sagen, ich bin dankbar, dass alles, was ich an Schüben gehabt habe, immer wieder sich so zurückgebildet habe, dass ich wirklich sagen habe können, ich bin gesund. Und trotzdem war das immer da. Ich habe gewusst, diese Grunderkrankung habe ich. Ich habe dann eine Therapie begonnen, bin dann schwanger geworden, habe die Therapie davor abgesetzt, war dann einige Jahre ohne Therapie und eigentlich waren 17 Jahre lang keine Schübe, nicht ein einziger. Ich sehe das nicht selbstverständlich, sondern ich bin dankbar, dass Gott mir immer wieder beigestanden ist und mir immer wieder auch diese Heilung geschenkt hat. Und ich bin dankbar, dass ich wissen darf, dass er alles zu einem guten Ende führt, so wie er sagt. Der letzte Besuch bei meinem Neurologen, nachdem wir ein Jahr lang versucht haben, wieder eine Therapie anzufangen und das nicht geglückt ist, hat er diese Worte gesprochen. Frau Lumpi, wir können für Sie nichts mehr tun. Leben Sie weiter so wie bisher, mit Ihrem Lebensziel, mit Ihrem Glauben an Gott, mit Ihrem Rückhalt in der Familie und mit Ihrer Dankbarkeit. Und du? Wofür bist du dankbar?